Das Thema Falschbeschuldigung, was sexuelle Übergriffe angeht, gibt es nicht erst seit Rammstein. Rammstein hat diese Debatte einfach nur einer größeren Öffentlichkeit zugeführt. Und in diesem Video, das habe ich auch von jemandem bekommen von euch, geht es jetzt einem Mainstream-YouTuber an den Kragen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich schaue es mir hier mit euch live an und reagiere mal darauf. Okay, das Video wird... Ach, das ist der gute Kaiser. Der hat auch ein Video über mich gemacht. Könnt ihr mal gucken. Da ging es um der neue Andrew Tate. Das war mit dem Alpha Kevin und er. Die haben beide ein Video gemacht über mich. Das von ihm, das ging eigentlich. Da war auch nicht so wirklich ein richtiger Kritikpunkt zu hören, außer so ein paar Phrasen. Deswegen habe ich da auch nicht drauf reagiert. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Also das ist sozusagen so der Alpha Kevin mit Gehirn. Natürlich auch ein Mainstream-YouTuber mit Mainstream-Meinung. Aber gar nicht so verkehrt, der Typ, im Gegensatz zu dem Alpha-Kevin, der komplett durch ist. Wird bisschen weird. Ihr habt den Titel gelesen, es gibt eine Person da draußen, die mir gerade sehr heftige, wirklich sehr heftige Dinge vorwirft. Kleiner Spoiler, ja, es ist nichts davon jemals passiert. Und ich denke, wenn man sich die Anschuldigungen mal anhört, dann ist das relativ selbsterklärend. Aber was ist überhaupt passiert, meine Freunde? Ihr wisst ja, ich bin ein sogenannter YouTuber. Ich habe also eine geschäftliche E-Mail-Adresse für, weiß nicht, Kooperationsanfragen und so Zeug. Du hast ja offensichtlich so einen Hauptordner und so einen Spam-Ordner. Und in den Spam-Ordner schaue ich eigentlich so gut wie nie rein, weil da kommt halt meistens eh nur Müll. Letztens hatte ich so eine E-Mail von einem Typ, der wollte irgendwie die neue Weltordnung, der hat die voll durchschaut und der wollte die auseinandernehmen und so. Na, dann hat er das an alle möglichen YouTuber geschickt. Falls da draußen ein YouTuber zuschaut, du hast wahrscheinlich die gleiche E-Mail bekommen und... Also ich habe es ja nicht bekommen. Geht wahrscheinlich nur an Mainstream-YouTuber. An Apache 207. Bro, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Davon haben wir geträumt, mein Bester. Aber erst hin und wieder schaue ich rein, weil ich denke mir, naja, es kann ja was durchrutschen. Und dann habe ich's gesehen. Bla bla bla, Justice. Ne? Da steht ein Name daneben. Ganz kurz, Triggerwarnung, es geht jetzt um sexuelle Gewalt. And now it's my turn to... Ach ja, diese Triggerwarnung, das ist auch so ein Mainstream-YouTuber-Ding. Es scheint so, dass die junge Generation nicht mehr klarkommt, einfach um irgendwelche Themen zu besprechen, ohne dass vorher halt irgendwie eine Triggerwarnung kommt. Also das gab es bei uns in den 80er, 90ern nicht. Irgendwie haben wir auch alle überlebt, ohne Triggerwarnung. Komisch. To fight back, after you have used and hurt me for weeks and months on the astral world. Have I ever said yes? Have I ever agreed to your bullshit? I'm not an ordinary woman, as you have seen on my channel. By the way, keine Ahnung. Okay. Prepare to repay your big karma. Because I am a lioness, I'm a queen, I am an angel, and no, I'll be your nightmare dream. Ergibt irgendwie wenig Sinn. Hashtag Angels, Hashtag Justice, Hashtag for everyone. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, ich habe das gelesen und habe mir erstmal gedacht, ja, what the fuck? Keine Ahnung, wer das ist, keine Ahnung, keine Ahnung, von welchem Channel die Sprache ist und keine Ahnung, was eine Astral World ist. Spirituelles Bewusstsein.net schreibt, die Astralebene. Obwohl der Mensch größtenteils völlig unbewusst vor sich hingleitet, bewegt er sein ganzes Leben lang inmitten einer riesigen und bevölkerungsreichen, unbemerkt gebliebenen Welt. Im Schlaf oder in Trance, wenn die eindringlichen psychischen Sinne für eine gewisse Zeit in der Schwebe sind, wird ihm diese andere Welt bis zu einem gewissen Grad geöffnet. Er wird gelegentlich aus diesen Erlebnissen mehr oder weniger schwache Erinnerungen an das mitbringen, was er dort erlebt und gehört hat. Perfekt. Also okay, gut. Also der Kaiser hat sie jetzt hier anscheinend astral geraped. Ja, also mit Traumreise und so. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gehört. Ich finde es ein bisschen, naja. Aber auf jeden Fall hat er sie jetzt anscheinend astral geraped. Also er ist dann nachts aus seinem Körper rausgestiegen und hat sie dann astral geraped. Interessant. Vielleicht könnt ihr es euch denken, ja, ich habe damit überhaupt nichts anfangen können, erstmal. Na. Ja, woher weißt du das denn? Vielleicht hat ja dein unterbewusstes Astral-Ich sich von deinem Körper gelöst im Schlaf und ist dann zu dieser Frau geflogen. Was? Und was ist bitte gemeint mit prepare to repay your big karma? Das hört sich für mich nach einer Drohung an. Weißt, normalerweise würde ich sowas halt löschen, aber ich denke mal so, falls irgendwas ist, ich lasse einfach im Spam-Ordner. Ich habe also obviously nicht zurückgeschrieben und da war ich erstmal auf Urlaub, na, in Estland, Lettland und Litauen. Richtig schöne Länder, aber 5 Euro für ein kleines Bier, come on. Jedenfalls waren wir dann am Flughafen in Vilnius und auf einmal bekommt meine Freundin einen Kommentar unter einem von ihren Instagram. In Vilnius, Leute, jetzt können die Verschwörungstheorien losgehen, Alter. Bildern. Pass auf. Achso, ich hab den am Handy. Ich zensiere jetzt den Namen, ne? Aber dein Freund betrügt dich schon sehr lange. Da er ein perfekter Schauspieler ist, danke, by the way, wird er alles tun und nicht tun,
um dich vom Gegenteil zu überzeugen. Aha. Ich wollte dir eine PN schicken, aber das geht anscheinend nicht. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. War ja klar, dass Männern der Erfolg irgendwann zu Kopf steigt. Die meisten Typen sind leider so. Alles Gute wünsche ich dir. Lass dich von niemandem verarschen. Liebe Grüße. Ja, krass. Der Typ hatte irgendwie, glaube ich, als er das Video über mich gemacht hat, auch erst 60.000 Abonnenten und jetzt hat er irgendwie fast 200.000. Das ist gar nicht so lange her. Also Mainstream-YouTuber zu sein, zahlt sich anscheinend echt aus. Also ich bin ja mittlerweile jetzt anscheinend Shadow gebannt. Die Monetarisierungsbeantragung ging voll nach hinten los, denn just mit diesem Moment wurde dann auf einmal, haben die Videos weniger Views bekommen und weniger Abos und so. Naja, wir untersuchen das jetzt alles. Ich suche mir jetzt auch einen Anwalt und guck mal, was da YouTube zu sagen hat. Ich habe mir dann so gedacht, okay, irgendwer da draußen will mir schaden. Warum? Keine Ahnung. Wer? Keine Ahnung. Weil ich habe ja auch nicht gewusst, dass die Person, die das kommentiert hat, die gleiche Person ist wie von der E-Mail. Vor allem halt war die E-Mail auf Englisch geschrieben. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das, weißt, keine Ahnung. Ich bin halt jetzt Person öffentlichen Lebens, habe ich mir gedacht, so, das wird halt irgendwann passieren, dass dich Leute einfach verarschen wollen. Was glaubst du, wie das ist, wenn du eine Millionenreichweite hast? Da bekommst du sowas wahrscheinlich alle paar Tage. Ich meine, Jonas Ems hat vor ein paar Monaten ein heftiges Video gedroppt, das eine 14-Jährige behauptet hat, er hätte sie geschwängert. Und aufgrund dessen ist er dann zur Polizei gegangen und die Polizei hat ihr, dieser 14-Jährigen, anscheinend die Adresse und... Ja, das Ding habe ich auch am Rande mitbekommen. Also noch ein weiterer Fall von Falschbeschuldigung. Gehört halt mit zum Game, wenn man berühmt ist, ne? Aber irgendwie tut die Medienlandschaft alles so, als ob das überhaupt nicht geben würde. Und die Feministinnen mit Hashtag Believe All Women tun ihr Übriges. Also irgendwann müsste doch mal klar sein, dass es halt einfach auch Verrückte auf diesem Planeten gibt. Und da sind auch Frauen dabei. Telefonnummer von ihm gegeben. Komplett weird. Also das, was bei ihm da passiert ist, 100 Stufen über dem, was ich da bekommen habe. Und normal würde ich sowas auch einfach im Hintergrund mit dem Anwalt abklären. Aber ich sag gleich, warum ich mich nicht dazu gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall kurze Zeit später eine brandneue E-Mail erschienen. Und zwar, du narzisstischer, psychopathischer, sexsüchtiger Dreckskerl. Nicht 24, sondern wie ein zurückgebliebener 14-Jähriger bist du. Denken die Typen wirklich, sie seien spirituell, nur weil sie über die Astralebene fremde Weiber fühlen? Nein. Das ist auch sehr geil. Also wenn du bist schon ein spiritueller Dude, wenn du jetzt über die Astral-Area andere Leute rapest. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sie sexuell nötigen und dann scheinheilig über YouTube Werte vermitteln. By the way, habe ich irgendwo jemals gesagt, dass ich spirituell bin? So, ich glaube, ich könnte mich dran erinnern. Ich meine, ich glaube, ich könnte mich auch dran erinnern, wenn ich Frauen über die Astralebene nötige, aber ich will euch nicht anlügen, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch nicht ganz verstanden, was mir genau vorgeworfen wird. Vielleicht ist ja auch ein Prank oder so, ich kann es nicht ganz abschätzen, aber wenigstens wusste ich, okay, die Person kann wenigstens Deutsch sprechen, weil die erste E-Mail, die war auf Englisch und jetzt Deutsch. Der Betreff von der E-Mail war außerdem, so arm bist du, was mir sagt, dass sie wahrscheinlich aus dem wunderschönen Österreich kommt. Oh yeah! Was by the way witzig ist, weil die Person von Instagram hat auf ihren Bildern ihren Wohnort getaggt, ne? Und das ist halt Österreich, also ein Teil von einem Städtchen in Österreich. Du bist so feige, dass du dich nicht mal traust, dich zu melden oder wenigstens nach meinem Namen zu fragen. Ohne Worte. Ich habe mich daraufhin, obviously bei dieser Person, die E-Mail geschrieben hat, nicht gemeldet. Die E-Mail habe ich aber trotzdem sicherheitshalber abgespeichert, weil was ist, wenn mir irgendwann einmal solche Vorwürfe vorliegen, ne? Und da wird dann nichts von der astralen Ebene oder sowas geredet. Dann wache ich auf mit lauter DMs, die mich fragen, warum ich eine Frau habe. Das muss nicht unbedingt sein. Anscheinend hat der Person das aber gar nicht gefallen, dass ich mich nie zurückgemeldet habe und nie zurückgeschrieben habe. Und deswegen hat sie sich bei einer anderen Person gemeldet. Und zwar Nella. Falls ihr es nicht mehr wisst, ja, Nella, Hacktivistin, Cyber Security Specialist, sicke Katze. Ich kenne Nella jetzt schon länger und sie hat mir auch direkt die E-Mail weitergeleitet, die ihr zugetragen wurde und, oh mein Gott. Liebe Nella, ich habe seit ein paar Monaten einen YouTube-Account und mache... Zufällig bin ich auf ein Video von Kaiser gestoßen, ein Newcomer in der Meinungsblogger-Szene. Zuerst habe ich gedacht, dass das ein sympathischer Kerl ist und habe seinen Kanal abonniert. Ehre. Aber dann hat sich alles gewendet. Seit ich seinen Kanal abonniert habe, besucht mich der Kaiser jede Nacht über die Astralebene. Er kann mit seinem Geist seinen Körper verlassen und seit Monaten verwaltet er mich im Schlaf und manipuliert meinen Körper. Okay, also geistig gestört, die Alte. Ja, früher hat man wahrscheinlich, aber das ist halt die heutige Zeit, früher hat man wahrscheinlich gedacht, das sind einfach erotische Träume, ja, die man da, das Unterbewusstsein macht ja komische Spinnereien mit manchen, ja, findet ihn vielleicht hot und so und träumt von dem jede Nacht, hat erotische Träume von ihm. Heute ist es
Der ist über die Astralebene zu mir gekommen und macht komische Sachen mit meinem Körper. Er kann sogar meine Arme und Beine bewegen mit seinem Geist über die Astralebene und zwingt mich so immer wieder zum Sex. Ich glaube, er verwendet Backmagic und spirituelle Vergewaltigungsmethoden. Ich habe schon alles Mögliche versucht, um mich zu schützen. Es hat nicht geklappt. Ich habe sogar seine Freundin über WhatsApp kontaktiert und ihr gesagt, dass ihr Freund sie betrügt. Sie hat meinen Kommentar ignoriert. Auf einmal ergibt alles für mich einen Sinn und ich denke mir, aha, das Rätsel ist endlich gelöst. Weil für mich, weißt du, ich habe gedacht, das sind mehrere Leute, die mir jetzt irgendwie Schaden zufügen wollen oder so. Warum auch immer. Ich war komplett lost, aber ich habe mir gedacht, okay, wenigstens, wenn dieser Vorwurf in die Welt... So, da reicht ja schon eine Person. Und jetzt stell dir mal vor, die wäre jetzt nicht so weird und hätte jetzt so einen Kram, wo jetzt ja jeder wahrscheinlich sagt, oh Gott, das ist eine Irre. Sondern er hat sich das einfach doch eingebildet und einfach sowas geschrieben über dich. So, und jetzt bist du halt nicht der Kaiser, sondern du bist halt Till Lindemann. Und das ganze Ding, irgendeine Zeitung, druckt das ab und sagt, hier, es gibt Vorwürfe gegenüber den YouTuber Kaiser. Und auf einmal kommen noch 3-4 andere Frauen aus der Ecke und sagen, oh ja, ich erinnere mich auch daran. Weil es gibt halt einfach unter 100 Menschen gibt es halt mindestens 2 Verrückte, Männer wie Frauen. Ja, wenn nicht sogar mehr. Und schon ist der Skandal losgetreten. Aber das ist halt das Problem, dass in eurer Mainstream-Bubble, jetzt wirst du mal selber Opfer, keiner von euch diese Parallelen sieht oder auch nur ansatzweise irgendwie mal überlegt, dass das auch bei Till Lindemann der Fall sein könnte. Und da mal Stellung zu bezieht und sagt so, hey, vielleicht sollte man nicht jede Anschuldigung, die irgendwie kommt, sofort einfach unreflektiert glauben. Vielleicht sollte man die Sachen erstmal überprüfen, erstmal das Gerichtsverfahren abwarten und so weiter und so fort. Aber das höre ich halt von keinem aus eurer Ecke. Von keinem. Im Gegensatz. Im Gegenteil. Ihr attackiert die Leute wie mich, die genau diese Punkte machen. Naja, bin gespannt, über wie viele Fälle jetzt für den scheint es ja nicht wirklich bedenklich ausgegangen zu sein. Wie viele Männer noch dem Opfer fallen müssen, bis da irgendwie mal ein Umdenken stattfindet. Geld getragen wird, dass sich jemanden, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit tatsächlich davon überzeugt wäre, dass ich Backmagic verwende. Vor allem fand ich sehr interessant, dass in dem Instagram-Kommentar nirgendwo was von einer astralen Ebene geredet wurde. Aber jetzt wird's richtig spannend. Ich möchte mich an diesen Dreckskerl rächen, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, das Einzige, was ihn zur Vernunft bringen könnte, wäre, ihn vom Thron zu stürzen. Der Erfolg steigt ihm zu Kopf und er denkt, er kann mit Frauen machen, was er will. Also, da haben wir die Vernichtungsfantasien, ne? Also, das ist ja auch ein Ding. Rachefantasien gegenüber Menschen, so wie zum Beispiel bei einer Shelby Lynn vielleicht gegenüber einem Till Lindemann. Man sieht es jetzt, sie wird von diesem nicht wahrgenommen, sie wird nicht gewürdigt durch irgendwelche Antworten per E-Mail und jetzt möchte sie halt einfach seine Karriere zerstören. Hashtag Believe All Women, Leute. Wiederholt es immer wieder. Ist es für dich möglich, seinen YouTube-Kanal für eine Weile zu hacken? Ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn du wüsstest, was er alles mit mich auf der spirituellen Ebene anstellt und ich kann mich nicht wehren und muss seine Psychopathie ertragen. Okay, Retalk, mir war eh schon längst klar, dass ich damit zum Anwalt gehe, aber meine Haupteinnahmequelle als Racheaktion zu hacken, meinen YouTube-Kanal mir wegzunehmen und das dann straight up in der E-Mail anzufragen. Vor allem finde ich es auch sehr gut, dass sie auch schriftlich darlegt, dass sie halt genau Bescheid weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Sie hat dann als Beweis, dass es das wirklich gibt und dass sie das wirklich ernst meint, so einen Artikel verlinkt und da drin steht, was ist Astralsex? Astralsex ist eine außerkörperliche Erfahrung. Heißt, sie haben keinen Sex im eigentlichen Sinne, sondern lediglich ihre Seele hat Sex mit einer anderen Seele. Genau in dieser Phase zwischen Wachen und Schlaf findet Astralsex statt. Ganz unten steht dann sogar nochmal dabei, dass es nichts ist für irgendwelche Leute, die halt nicht dran glauben, weil es halt dann einfach wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Was witzig ist, weil wenn sie meine Videos sehen würde, dann wüsste sie wahrscheinlich auch, wie ich dazu eingestellt bin. Wie steht ihr dazu? Seid ihr auch so auf spiritueller Basis, dass ihr sagt, yo, Steine und sowas, das kann schon was helfen? Oder sagt ihr da so, yo, komplett gar nicht? Ich glaube halt gar nicht dran, aber ich finde das überhaupt nicht, ja, schlimm. Vorweg, nur ganz kurz, ich persönlich glaube an absolut gar nichts. Keine Geister, keine Dämonen, kein nichts, ja? Okay, warum kam mir jetzt der Vorwurf, dass mein Geist jede Nacht meinen Körper verlässt und ich Backmagic spirituelle
Vergewaltigungsmethoden an fremden Frauen ausübe, nicht komplett egal sein. Ich sag's euch, wie es ist, es geht mir nicht um den Vorwurf an sich. Ich könnte mit Tanzverbotsanwalt vor Gericht gehen, ja, und ich würde in allen Punkten gewinnen. Für mich ist das Ding, es gibt da draußen eine Person in Österreich, die mir sowas anhängt und die geschrieben hat, dass ich bereit sein soll, mein großes Karma zu begleichen, die meine Freundin und mich seit Wochen versucht zu erreichen, die aktiv eine Hackerin anfragt, ob sie meinen Kanal hacken kann, meine Haupteinnahmequelle mir wegnehmen möchte, damit ich vom Thron gestoßen werde, weil ich, weiß nicht, zu abgehoben bin oder so. Wenn diese Person das wirklich ernst meint, und das glaube ich, weil ich habe ihren YouTube-Kanal, ich habe ihren Instagram-Account, ich habe alles Mögliche von ihr gesehen und ich habe mehrere E-Mails von ihr bekommen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie das ernst meint. Wenn sie das ernst meint, benötigt diese Person so schnell wie möglich professionelle Hilfe. Dazu habe ich, by the way, Anlaufstellen in der Beschreibung verlinkt. Also auch, falls ihr da irgendwen kennt, der halt sowas durchmacht, dann könnt ihr euch da gerne mal dort informieren. Wir machen solche Nachrichten im Normalfall auch keine Angst. Ja, und da ist ja wieder der Welpenschutz gegenüber Frauen. Natürlich stimmt das, natürlich ist sie ein bisschen irre, aber es ist auch lustig, dass das jetzt so das Ding ist, sein Fazit, anstatt zu sagen, hey, die Frau versucht mich zu zerstören, Abmahnung geht raus oder sonst was. Ja, ich gehe da jetzt gegen vor. Die Frau braucht persönliche Hilfe. Ich wüsste mal, ob mir den Männern auch diese gleiche Treatment anheimfallen würde. Aber ich glaube, die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Aber natürlich braucht sie auch Hilfe. Aber auf der anderen Seite muss das natürlich auch strafrechtlich verfolgt werden. Jo, mein Lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informier dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video. Aber das Ding ist halt, ich weiß nicht, was ich dieser Person zutrauen kann, weil wenn ich davon überzeugt wäre, dass, also real, real überzeugt davon wäre, dass mir jemand das seit Monaten antut und dass ich nichts dagegen machen kann, dann wäre ich auch nicht gerade begeistert. Was ich allerdings ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass nachdem ich ihr geschrieben habe, dass ich damit zum Anwalt gehe und rechtliche Schritte gegen sie einleiten werde, sie auf einmal all ihre Bilder auf Instagram gelöscht hat. Außerdem auch ihren YouTube-Account. Und ich frage mich da, wenn du der Meinung bist, ich mache das, ja, dann warum löscht die Bilder? Ja, so, das meine ich halt nämlich damit. Das halt muss überhaupt gar nicht richtig sein, sondern es kann sein, dass es kann tausend Gründe Leute haben. Wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, Menschen sind durch teilweise, ja. Scheint ja so, dass sie nicht daran glaubt. Aber er sieht, der potenziert doch das Ganze mal. Das ist ein kleiner YouTuber mit 200.000 Abonnenten. Und jetzt potenziert das doch mal auf einen Till Lindemann, Marilyn Manson und einen Johnny Depp. Das meint ja, wie viele verrückte Stalker, Frauen und so weiter die Leute haben. Und genau deswegen, liebe Medien, können wir uns nicht auf jeden Furz, so gerne ihr es auch wollt, draufstürzen und das unreflektiert in den Äther scheißen. Sondern muss man da besonders vorsichtig sein und besonders hart die Quellen prüfen, bevor man solche Sachen verbreitet. Ja, dann weiß ich doch eh, wie du ausschaust. Und kommt's mir nicht, mit Seelen kann man nicht sehen. Sie hat mir nämlich in einer E-Mail geschrieben, ich sehe deine Tattoos und eine Augen auf der Astralebene. Ich glaube, sie meint deine Augen. Passt. Dann verrat mir bitte mal, was für Tattoos ich auf meinem Oberkörper habe. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass heute mal ein anderes Video gekommen ist und nicht Wildschwein oder Löwe. Lasst mir aber ansonsten gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Erster Eindruck, also er ist von den Mainstream-YouTubern auf jeden Fall noch einer der Vernünftigeren wahrscheinlich. Also auf jeden Fall kein Alpha-Kevin-Niveau. Ja, ich denke, das ist mal wieder ein gutes Lehrstück aus der Kategorie Verrückte, die es da draußen gibt. Und Hashtag Don't Believe All Women. Ja? Also, wir haben ein Gesetz, das ist gut. Und genau diesen Hergang sollte man immer gehen. Und das müssen unsere Feministinnen mal langsam lernen, dass das wirklich das Beste ist, was wir haben und es nicht sein kann, dass wir hier irgendwelche Leute vorverurteilen aufgrund irgendwelcher Anschuldigung, weil dann können wir die ganze Zeit nur so einen Müll machen. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten Video.